Guten Tag, meine Damen und Herren. Nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen freuen wir uns, dass ich Ihnen heute das zukünftige Kabinett von Baden-Württemberg vorstellen darf. Das gebildet wird, wie bekannt, aus einer Koalition von Grünen und SPD. Dr. Nils Schmid werde ich in das Landesvorsitzende der SPD, Ihr Spitzenkandidat, Mitglied des Landtags, berufe ich als stellvertretenden Ministerpräsident und Minister für Finanzen und Wirtschaft. Silke Krebs, Landesvorsitzende der Grünen, berufe ich als Ministerin im Staatsministerium. Peter Friedrich, Mitglied des Bundestages, berufe ich als Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten. Franz Untersteller, Mitglied des Landtags, berufe ich als Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Frau Gabriele Warminski-Leithäuser, Bürgermeisterin der Stadt Mannheim, berufe ich als Ministerin für Kultus, Jugend und Sport. Winfried Herrmann, Mitglied des Bundestages, berufe ich als Minister für Verkehr und Infrastruktur. Katrin Altpeter, Mitglied des Landtags, berufe ich als Ministerin für Arbeit, Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren. Theresia Bauer, Mitglied des Landtags, berufe ich als Ministerin für Arbeit, Sozialordnung, Familie, Frauen berufe ich als Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Das war knapp. Rainer Stickelberger, Mitglied des Landtags, berufe ich als Justizminister. Alexander Bonde, Mitglied des Bundestages, berufe ich als Minister für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Bilkay Öney, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, berufe ich als Ministerin für Integration. Reinhold Gall, Mitglied des Landtags, berufe ich zum Innenminister. Gisela Splett, Mitglied des Landtags, berufe ich als Staatssekretär mit Kabinettsrang im Ministerium für Verkehr und Infrastruktur. Ingo Rust, Mitglied des Landtags, berufe ich als Staatssekretär im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft. Jürgen Walter, Mitglied des Landtags, berufe ich als Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Frank Mentrup, Mitglied des Landtags, berufe ich als Staatssekretär ins Kultusministerium. Die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung erfahren Sie erst nach meiner Vereidigung, damit die Sache auch nur eine gewisse Restspannung erhält. Herzlichen Dank.